Außenposten? Nö. Okay, warum kann ich das nicht? Hä? Militärstationsdesigns stehen uns nicht zur Verfügung. Ah, okay, die sind noch nicht erforscht. Ich kann noch nirgendwo. Ah, aber wir haben noch eine. Ja, gut, das war der Prototyp. Der ist okay, ja. Ja, gut, dann lassen wir den erstmal und bauen mal hier. Lass dem alles bauen. Geh mal auf die Sonne, mach Rechtsklick. Auf die Sonne? Ja, dann baut er alles. Nee, dann baut er auch einen Außenposten. Nee, das wollen wir nicht. Nee, das, wie geht denn das nochmal? Geh in der Galaxiekarte, genau, auf das System. Genau. Heißt Konstruktionsschiff. Bergbaustation. Ja. Ja. 229. Für alle lohnt sich aber. Mhm. Ja, vor allen Dingen, wir können davon echt mal viel tappen dann, ne? Ja. Okay, cool. Forschungsschiffe regeln. Wir haben auf Wichix, um Gott zu, ja, im System Sasin die Gegenwart einer Alien-Zivilisation entdeckt. Sie scheinen sich im frühen Raumfahrtzeitalter zu befinden, wie man auf den vielen, an den vielen primitiven Satelliten sehen kann, die ihre Heimatwelt umkreisen. Ihre Nationalstaaten sind auf dem Weg, sich über eine globale Regierung zu verbinden, und wahrscheinlich ist nur noch eine Frage der Zeit, dass sie zum ersten Mal ihre Welt verlassen und sich der galaktischen Gemeinschaft anschließen. Wir sollten den Bau eines Beobachtungsposten über ihre Welt in Betracht ziehen, um sie eingänger zu studieren. Interessant. Interessant. Habe ich da Sklavenvolk gehört? Ja, das, ich habe es auch gelesen eben, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ich, ja. Wo war das? Das Vichia. Ja. Unterlichterkundungssonde. Was auf einmal losgeht hier? Kaufen wir eine Kolonie? Ja, bevor wir den Überlichtflug erreichten, schickten wir mehrere Unterlichterkundungssonden von Aklamakan bei... Aklamakan geht leicht von der Zunge. Aklamakan. Bei fast relativistischen Geschwindigkeiten in benachbarte Systeme. Die Wissenschaftler, die diese Sonden entwickelt hatten, luden als eine Art Begrüßung für Alien-Zivilisationen naiverweise vertrauliche Informationen an den Galgen. An den Galgen. Über unsere Kultur in ihre Speicherkerne. Mittlerweile wurde erkannt, dass diese Daten möglicherweise gegen uns verwendet werden könnten. Sie müssen diese Sonden aufspüren, bevor sie von jemand anderem oder etwas anderem mit bösen Absichten gegen unsere Spezies gefunden. Hallo, wird. Wir sind für Tagen. Unsere große Schwäche ist Wasser. Mein Gott. Ja. Geh mal auf die Galaxiekarte, rausgezoomt. Ich glaube, die sind dann markiert. Das Einzige, nee, was das markiert ist, sind die... Da stand auch Ereigniskette. Vielleicht wird dann irgendwie... Ah, dann ist das wieder in diesem Menü oben links. Hier? Nee. Wo war's? Situationsprotokoll. Quests wäre einfacher. Wo ist es? Da, ja. Situationsprotokoll. Ah, mehrere Sachen. Okay, also. Weltraumamöbenbeobachtung. Das können wir machen. Stadt. Sozialforschung. Sozialforschung. Flottenkapazität können wir noch drauf verzichten erstmal. 16 ja. Monate. Ja. Okay, das können wir machen. Unterlichterkundungssonden. Ja, das sind die Systeme. Akubens. Ich werde die einfach mal... Ja, ja genau, dann leuchten die so, das meinte ich. Ja. Alles klar, dann wissen wir Bescheid. Ach, wie dumm. Unsere große Schwäche ist... Okay. Heißt, sobald die das Forschungsschiff, die Forschungsschiffe fertig sind... Ja, direkt dahin auf jeden Fall. Ja, klar. Anomalie. Unsere ersten Scans haben ein irreguläres Signal aufgefangen, das an unsere eigenen Notsignalmuster erinnert. Oder hat jemand eine komische Sonne aufgefangen? Erforschen. Ja. So. Wir gucken mal eben, was hier die Bausubstanz sagt. Wir könnten natürlich mal drüber nachdenken. Man kann die entfernen, ne? Ja, ja, ich weiß. Hier was aufzumachen und Forschung. Forschungslabors. Haben wir schon... Ja, Physiklabor haben wir schon, ne? Da könnten wir diesen Bereich hier aufschlüsseln, aufmachen. Ja. Und dann da ein Forschungslabor hinbauen. Ja. Gute Idee. Machen wir das doch. Ja. Okay. Das passiert also jetzt im Hintergrund. Und der andere Planet ist noch in der Kolonisierung, ne? Genau. Ja.
wir sollten echt mal unsere Flotte aufbauen. Flotte aufbauen. Ja. Vor allen Dingen, wir haben halt wirklich, wir haben Kohle, wir haben alles. So, was war dein Job? Dein Job ist es, dorthin zu fliegen. Ja. Tut es, okay. Verloren im Weltraum. Das abgefangene Schiff war ein Notruf eines Signal. Schiffes im Orbit. Signal. Im Orbit um TINAP 6A. Das Schiff strahlt keine Wärme ab und scheint zu treiben. Wir haben ein Spezialprojekt ausgegeben, um etwas über den Verbleib der Besatzung herauszufinden. Verblüffend. Verblüffend. Aufgegebenes Schiff. Ja, ist wieder so ein Forschungsshit. Situationsprotokoll. Ah, da muss ein Wissenschaftler hin. Nach TINAP. Okay. Okay, das können wir ja. Okay, dieser Wissenschaftler... Das ist direkt da, ne? Oder? Ja, aber der hat nicht Fähigkeit 2, oder? 3. Okay, vielleicht... Ach, der muss im Orbit sein, ne? Ja. Akubin-System auf eine gewaltige Hyperraum-Anomalie gestoßen, die auf eine unserer verschwundenen Unterlichtsonden zentriert. Okay. Situation log updated. Oh. Was ist das? Wir haben... Das ist eine Feindflotte. Eine Feindflotte. Was kann sie? 249. Wenn wir... Das kann man schaffen. Ja, aber nicht mit 145. Lass mal lieber noch eins bauen. Ja, oder nochmal 4. Ja, ja, oder mehr. Ja, stimmt. Warum 1? Raumhafen. Kann man uns das leisten? Ja, komm, 1 kann man uns schon mal leisten. Ach so, aber solange kann das... Ach ja, das Forschungsschiff ist gerade weg. Dieses Forschungsschiff... Kann ich das... Ah, du kannst es auch unterbrechen und direkt benutzen. Ja. Projekt erforschen. Ja. Dann tun wir das doch. Vielleicht können wir das Schiff ja benutzen. Ja, auf jeden Fall. So geil, dass man das direkt auf der Karte sieht. Besatzung des Schiffes ist tot aufgefunden worden. Noch beunruhigender aber ist, dass sie anscheinend von einem hochentwickelten Hirnparasiten getötet wurden, der sie befallen und in den Wahnsinn getrieben hat. Dank der Feststellungen von Wissenschaftsoffizier Slayer Uni, können wir unsere eigenen Besatzungen vor Infektionen schützen. Sozialforschung. Ja, aber ich möchte das Raumschiff haben. Ja. Shit. Leider nein, leider gar nicht. Ja. Nicht um die Sonne. Schade, das wäre es gewesen. Ach, nee. Das hätten wir jetzt gebrauchen können. Ja, auf jeden Fall. Ja, wird schon. Ne? Wir werden das schon irgendwie regeln jetzt. Jawohl. Jetzt können wir die benutzen. Okay. Was? Die Geburt der Weltraumakademie. Piraterie. Von Aklamakan fliehende Rebellen. Was? Und Dissidenten haben an Rändern unseres Weltraumbereichs eine Raumflotte von Gesetzlosen gebildet, indem sie mehrere zivile Schiffe zu Kriegsschiffen umbauten. Und im Namen Blood Companions verbreiten diese Terroristen nun entlang unserer zivilen Schiffsrouten Angst und Schrecken. Angesichts der Schwere ihrer Verbrechen wurden sie zum Tode verurteilt. Wir müssen Ordnung um jeden Preis wiederherstellen. Blood Companions. System Survey. Jetzt haben wir echt ordentlich was zu tun, was wir wegbomben müssen. Ja, auf jeden Fall. Also.